Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Green Hell. So, ja, nachdem wir ja in den letzten Folgen die Karte gefunden haben, dann einen Blick in die Vergangenheit richten konnten und wieder Kontakt mit mir aufgenommen haben, habe ich mich auf den Weg gemacht und bin schon mal ein bisschen losgelaufen und habe hier an einer Höhle mir eine kleine provisorische Unterkunft gebaut. Und zwar haben wir ja jetzt so ein bisschen was zu tun. Und zwar, klar, Super Hilfe war ja von Anfang an dabei. Überprüfe den Ort Lambda 2, untersuche den bemalten Felsen, erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Damit hat es Folgendes auf sich, und zwar haben wir hier an der Stelle eine Wand gefunden, wo man nicht hochkommt, also einen Berg, und oben hängt ein Seil dran, und da braucht man einen Haken mit dem Seil, um da hochklettern zu können, um dann nachher hier zu A2 zu kommen. Also sprich diese Lambda 2. Denke ich mal. A2 oder was stellt's da? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist hier der Punkt, wo wir eigentlich ursprünglich hin wollen. Wir werden uns jetzt aber hier in diese Richtung begeben, weil ich glaube, dass hier der bemalte Felsen ist. So, jetzt gucken wir mal. Ich hatte jetzt hier in der Zwischenzeit einige Begegnungen gehabt mit verschiedenen Tieren. Einige Begegnungen natürlich auch mit Ureinwohnern, die jedes Mal dann doch tödlich ausgegangen sind für die Ureinwohner. Glücklicherweise für mich. Schlecht für den Ureinwohner. Aber die Begegnungen mit Ureinwohnern werden jetzt hier immer häufiger. Mal sehen, ich hoffe mal, wir kommen ein Stück. Wir sind nicht so ganz fit, aber wir haben noch ein bisschen Fleisch dabei. Fleisch. Und zwar Jaguarfleisch. Da habe ich jetzt auch schon zwischendurch zweimal eintöten müssen. Und jetzt gucken wir mal. Wir müssen mal eben auf die Zeichnung gucken oder auf die Karte, ob wir überhaupt richtig sind. Nicht, dass wir hier. Wir müssen. Ursprünglich. Nordwestlich laufen ist richtig. Das ist so. Auf jeden Fall. Hier immer an der Wand lang. Ein paar Pilze, die geben noch ein bisschen Energie, falls knapp wird. Was man jetzt wirklich in dem Spiel gar nicht tun sollte, ist sich schlafen legen ohne Bett oder Unterkunft, weil das habe ich einmal getan und hatte 3 Würmer und das ist ziemlich übelst. So, jetzt sind wir schon wieder ein ganzes Stückchen gelaufen. Und noch ein paar Bananen mit. Schon wieder eine Schlange. Ne, den Bananenbaum. Und da ist eine Spinne. Da gehen wir mal lieber nicht. Das sieht jetzt so gefährlich aus.
irgendwie sehr schade, dass man nicht seinen Punkt hat. So, dass sie jetzt, also wir gehen ja an der Wand lang. Jetzt müssen wir weitermachen. Aha, ah, wir sind richtig. Mia, the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Yes, I'm positive. Okay, I'm lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Gute Nachrichten gibt's, es regnet wieder. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal in die alte Unterkunft zurückkomme, dürfte da Trinkwasser geben ohne Ende. Das weiß ich aber nicht. Wird's was bringen, weiterzugehen? Ich sollte jetzt mal was essen schnell. Ich habe hier noch so ein Jaguarfleisch. Vielleicht noch ein paar Pilze. Andernfalls müssen wir relativ zeitnah auch schon wieder zurück. Ach, das ist ein Schwein. Ja, die schmecken ziemlich gut. Die bringen auch einen guten Fettgehalt. Mit beim Speer weg. Naja, nicht so weit gekommen. Kein Platz mehr im Rucksack. Ja gut, Knochen sind relativ unwichtig. Wichtig ist das Fleisch. Laden. Abwerfen, Knochen weg. Tja, weiß nicht, soll man jetzt hier wirklich weit gehen? Geht so ordentlich bergab? Oder wollte ich lieber wieder zurück? Keine Anzeige, wo wir uns befinden. Das ist, aber ich denke mal, wir müssen südlich laufen.
doch südlich. Aber südlich? Ja, genau. Wir müssen zurück. Es wird so unangenehmer, weil es ist schon wieder dunkel. Und die hatte mal so ein bisschen gelitten, und zwar bei einem Nahkampf mit einem Eingeborenen. Das war nicht so toll. Er hat mir dann einen Teil von der Rüstung kaputt gemacht. Ich habe stoßen wir hier noch auf den Ureinwohner und haben doch relativ wenig Energie. Schon fast ein Weg hier. Wir müssen uns an die Wand orientieren hier. So ist am einfachsten. In der Hoffnung, dass wir nicht eine Schlange oder so noch doch noch gebissen werden. Kokosnuss wäre cool. Ja, aber man kann immer nicht alles haben. Stecker? Ja, gar keinen Stecker mehr. So, hier ist der Fluss. Und irgendwo hier ist unser kleines Quartier. Das sind bloß die Schweine. Schweine im Dschungel. So, jetzt müssten wir ja eigentlich gleich da sein. So. Feuer brennt noch. Muss hier gucken. Hier rennt ein Skorpion immer rum. Der respawnt auch. Das heißt, der muss weg.
uns schnell mal ums Feuer noch kümmern. Kohle haben wir keine mehr. So, jetzt aber egal wie, ein bisschen schlafen. So, Feuer brennt noch. Da haben wir schon wieder so ein Vieh. Kommt der jeden Tag jetzt hier vorbei. Jeden Tag ein neuer. Nee, oder? Zwei Pfeile nur. Jetzt solltest du langsam umfallen. Keine Pfeile mehr. Mein Speer ist irgendwo gelandet. Stöcke habe ich auch nicht. Mein Speer. Oh, ist nicht angekommen. Ich hab da noch einen langen Stock. Der kommt nicht über das Wasser. Schnell was basteln. Ah, soll ich mal seitlich hinstellen? Jetzt ist er weg. Ach, der andere, der hat nicht getroffen. So. Jetzt noch irgendwie ein paar Stecker mit denen hier. Gegen den Feuer. Dass es nicht ausgeht. So, das ist
wenn die Sache hier alles erledigt ist, dann werden wir telefonieren. Waschen. So. Ne? Da war doch vorhin was. Also gut, wir haben den Tomatenfelsen untersucht. Das haben wir geschafft. Und wir haben uns wieder akklimatisiert. Der Tomatenfelsen hat uns nichts weiter gebracht. Und jetzt werden wir uns in der nächsten Folge mal auf die Suche machen. Nach diesem Haken. Damit wir uns nach Lambda 2 bewegen können. So viel war es schon für heute. Ich bedanke mich mal für euer Interesse. Und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Expositor. Tschüss.